Hallo meine Leute und ein herzliches Willkommen wieder zum neuen Real Life Online Livestream mit Karl Heinz, frisch aus der Schule für Fortnite mit unserem kleinen Mini-Auto. Und ja, wir sind heute unterwegs. Oh mein Gott. Muss ich jetzt eigentlich einen Krankenwagen rufen? Ich hatte es überschlagen. Aber ich bin gerade nicht auf den Kopf aufgekommen. Upsi, unser Feuerwehreinsatz. Hallo. Hallo. Ich habe mir jetzt ein Feuerwehrauto gebaut. Ich gehöre jetzt auch dazu. Karl-Heinz, das ist super schön, aber ich bin hier gerade am Arbeiten, ne? Ja, ich bin jetzt auch am Arbeiten. Kann ich auch mal den Schlauch nehmen? Nee, lass mal lieber, Karl-Heinz. Kannst du mir mal einen Feuerlöscher geben? Das ist nämlich das Ding zum Löschen. Wo ist denn das Feuer? Da ist doch. Ich lösche es nur. Wir löschen das jetzt zusammen, Karl, okay? Karl-Heinz, ich möchte doch nicht das. Ich möchte doch nicht die Kollegen rufen. Karl-Heinz, nein. Ja, aber ich möchte Feuerwehr spielen. Nein, Karl-Heinz, es ist hier echt gefährlich. Das geht bitte. Warum ist das gefährlich? Du kannst nachher ich hab doch mein Wasser dabei. Komm. Guck. Nein, Karl-Heinz, nein. Nein. Aber wir können doch das. Uns gibt mir so einen Schlauch. Wir können das zusammen machen. Guck, die Küche brennt. Die Küche brennt. Da hat die Frau Marianne sich ja schlecht gekocht. Karl-Heinz. Ja? Karl-Heinz, bitte geh. Okay. Komm, bitte. Aber gibst du mir sonst einen Feuerlöscher? Ich kann dir helfen. Nein, Karl-Heinz, ich mach. Nein. Komm, wir machen. Das ist zu gefährlich, Karl-Heinz, das ist wirklich gefährlich. Komm. Fortnite tanzt vor der Küche von Maria. Die hat da sicher schlecht gekocht. Karl-Heinz. Ich bin die Maria und ich kann nicht kochen. Ich habe einen Barsch in den Ofen geschoben. Der Ofen, der war viel, viel zu lang an. Ich habe das Essen vergessen. Und jetzt riecht es nicht mehr nach Essen. Jetzt riecht es nach Rauch aus dem Haus hinaus. Es ist überall Feuer in den Gemäuern. Wir riechen Feuer aus den Gemäuern. Wir sind die Feuerwehr und wir lieben unseren Job sehr. So, und wir können jetzt dazu ist unser Feuerwehrtanz, okay? Und wir tun jetzt zusammen hier das. Komm, du gibst mir einfach so einen Schlauch oder so und wir machen das zusammen. Habt ihr denn noch was drin in dem Ding? So Feuerwehrschlauch oder so? Ja, ich mach das, aber... Dann warte ich hier mit meinem... Das Problem, wenn du den zündest, dann fliegst du mit dem Schlauch weg. Das warum fliege ich mit dem Schlauch weg? Ja, du bist zu leicht. Ich bin doch nicht zu leicht. Oh, doch. Gut, ich hole schnell einen Feuerlöscher, ich unterstütze dich gleich. Ich hole schnell einen. Bin gleich da. Auf Einsatz und noch viel weiter. Der Arme. Nein! Nicht schon wieder! Oh nee, ich hasse dieses Ding so sehr! Ich hasse es! Ich bin schon wieder auf den Kopf gefallen, weil dieses Scheiß nicht richtig fährt, Alter! Guck mal, ich bin hier gefahren! Hier! Und auf einmal schaut euch das an! Ich mach doch nicht mal was! Ich bin hier gedriftet, schau mal, was der Wagen macht! Ich mach nichts! Wie habe ich das schon wieder geschafft, dass mich mit diesem Scheiß überschlägt? Ich rufe jetzt keinen mehr. Das ist richtig. Ich rufe jetzt keinen mehr. Ich bin einfach zu blöd mit der Kiste. Ich kassiere jetzt, weißt du was, ich hole jetzt Support. Ich mache mir jetzt einen Klassenbucheintrag, habe mich überschlagen und bin danach weitergefahren. Bitte eintragen. In Klammern, Self-Report. Ich habe keinen Bock mehr auf diese diesem Auto. Ich dachte, mich überschlägt jetzt alle 2 Meter mit der Kiste, aber anscheinend ist es ja nicht so. Ich fahre einfach zu dumm damit. Weil dann muss ich schon die Rettung rufen, Leute. Sonst muss ich die schon rufen. Ich dachte nämlich, das wird durch einen Bug verursacht. Aber anscheinend war es kein Bug, anscheinend bin ich da drüber gefahren, über dieses Ding hier. Und dann bin ich selber schuld. Kannst du mich auch mit einem Dings drüber wuppeln. Du bist mit der Laterne, ja, dann rufe ich aber hier an. Dann bin ich selber schuld. Bin ich wirklich dumm. Ich habe jetzt nämlich probiert, das zu reproduzieren und ich habe es nicht geschafft. Aus dem Grund werde ich jetzt noch einmal, zum zweiten Mal, das LFD Hilfe mit Überschlag machen. Und werde jetzt einfach nochmal warten. So. Hallo. Schönen guten Abend. Ich möchte das zurückziehen. Ich habe nichts gemacht. Ich warte ja ganz normal. Mich hat's überschlagen. Na, ansonsten müssen wir das dann halt danach machen, ne? Das wäre dann dein dritter Eintrag. Nee, ich hab schon angerufen. Ne? Ich hab schon angerufen. Ja, perfekt. Ich hab das erst nicht am Auto, aber anscheinend bin ich einfach zu blöd dafür. Liegt wahrscheinlich an den kurzen Beinen. Das kann sein. Nee, dieses Auto ist voll bescheuert. Du fährst über so einen Stipfel oder bist du weg? Ich glaube, ich fahre das heute nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das Auto. Das ist das zweite Mal passiert. Müssen wir mal die Projektleitung weiterleiten. Das sollten wir machen vielleicht, ja. Wer ist denn eigentlich die Projektleitung? Ja, die kann man immer ganz schwer greifen. Deswegen versuchen wir unser Bestes, damit das hier gefixt wird. Oh mein Gott, wie gern würde ich dir Highspeed-Unit klauen? Wenn ich Glück habe, kriege ich das Ding da hinten geklaut, ne? Wenn es offen stehen würde, ich würde das so feiern. Oh nee, das ist ja komplett kaputt. Dann haben die da mal ein kleines Auto drin stehen? Nee. Der eine fährt da gleich raus. Das heißt, ich verstecke mich da. Und wenn er
wenn er da rausfährt, gehe ich da rein. Versteht ihr, was ich meine? Versteht 100 Pro, was ich meine, ne? Das hat geklappt! Das hat geklappt, Leute! Er hat es nicht gecheckt, ne? Oh mein Gott, ich kann die Highspeed-Unit klauen. Ach, scheiße, keine Highspeed-Unit. Aber ich komme ja nicht mehr raus. Aber ich bin einfach da, ich hab's geschafft. Der Typ hat das nicht gecheckt, dass ich da hinten gestanden bin. Oh, oh mein Gott. Guck, was da drin ist. Guck, was da drin ist, Bruder. Ist das geil, ey. Der hat das nicht gecheckt. Der Brudi hat das nicht gecheckt, Leute. Jetzt muss ich nur warten, ob da noch wer reinkommt. Damit ich hier mehr rausfahren kann. Wartet mal. Wisst ihr, wie viel die wert ist, die Waffe hier? Der Colt, der kostet übelst viel, der Goldene. Das war jetzt, Alter, das war gerade der Move meines Lebens hier. Ich habe nicht gewusst, dass das funktioniert so easy. Aber das Timing war perfekt. Das war so perfekt, das Timing. Wo der wieder nach hinten geguckt hat. Hallo? Oh, nee. Hallo? Ich hab mich gerade erschrocken. Mich hat er mir unten eingesperrt. Weißt du wer? Jungs, der kleine Karl-Heinz ist am Mission Row PD. Mich hat er mir eingesperrt. Er war so ein großer Mann und ich bin nicht mehr rausgekommen. Na, Karl-Heinz, was ist passiert? Ja, ich hab mein Auto gesucht, mein kleines Bobbycar, okay. Und dann war da wer und der ist irgendwie keine Ahnung. Ja, Karl-Heinz, ich kann dir sagen, das Fahrzeug ist beim Mechaniker. Ach so. Genau, beim Mechaniker. Aber da war ich schon und da war keiner. Aber gut, dann gucke ich dorthin. Tschüss. Okay, tschüss. Der ist hier. Ach, laber kein Scheiß. Laber kein Scheiß, Babbo. Das ist doch meine eigene KTM, hä? Woher soll ich das wissen? Das ist doch vielleicht meine KTM bis hier. Das ist ein Dreck, Alter. Ich hab ne Idee und die Idee, die heißt Jonas. Ich hab ne Idee. Ich hab einen Sack voll Dreck. Und schau mal, was da drin. Nein, kein Sack voll Dreck, ein Glas voll Dreck. Und schau mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas voll Dreck. Und schau mal, was da drin ist. Oh, da kommt er nicht rüber. Da kommt er nicht rüber. Ja! Ja! Ja, ist das geil! Tschüss! Ich bin weg! Das war's. Tschüssi. Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Der Ehrenbruder weiß, wie man hier langfährt. Nein. So ein Schlawiner, der weiß ganz genau den Weg. Aber hier kommt er nicht rüber. Ich habe ein Glas voll Dreck. Und schau, was da drin ist. Du nämlich nicht. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne, da muss ich aber durch hier. Ui, 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 ui. Die mögen mich, glaube ich, nicht so gern gerade, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte, dass die mich gar nicht gern haben gerade. Ich weiß auch nicht, was ich gerade so verbrochen habe in der Hinsicht. Oh, schau mal, schau, wie sie alle kommen, guck mal, guck mal, wie sie kommen, ey. Oh. Ich habe ein Glas voll Dreck und schau mal, was da drin ist. Solange ich hier rumfahre, bin ich relativ safe, ne? Uiuiuiui, da bin ich jetzt aber ganz schön weggekommen. Hallo. Ich glaube, ich habe deine geklaut. Ah, nee, doch nicht. 3,9. Oh, nee, doch nicht. Seite? Ist das deine? Ja. Kommst du mal kurz zur Seite, bitte. Ach so, du bist Polizist. Nee, dann fahre ich wieder. Tschüss. Nein, bleib mal stehen. Ich habe eine Idee, Leute. Oh, nee, der holt jetzt. Oh, Alter, Bruder, mein Herz. Hoffentlich haben die den einen Motorradfahrer mitgenommen. Tja, ich glaube, die haben den mitgenommen. Nein. Haben die den mitgenommen? Ich glaube, die haben den überfahren. Der ist nicht mehr hinter mir her. Ich glaube, die haben den überfahren. Oh, nee, die sind doch hinter mir her. Sind die hinter mir her? Nee, laber kein Scheiß. Hier sind sie nicht. Oh, nee, der ist doch noch da. Scheiße, den gibt's doch noch, den Typen. Nein. Nein, ich dachte, der ist weg. Ich dachte, die haben sie überfahren. Scheiße, ich dachte, die haben den mit überfahren, Brudi. Das Ding ist, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich sie umsetzen soll. Soll ich sie umsetzen? Scheiße, ich setze sie um, ich setze sie um, ich setze sie um. Ich setze sie einfach um, um, um. Habe ich einen Fallschirm dabei? Ich schaue nochmal zur Sicherheit. Ja, ich habe einen, oder? Ja, ich habe einen dabei. Hallo, nicht zu nahe kommen. Geh weg. Geh weg.
Geh weg! Ich bring sonst! Mach kein Blödsinn, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Nee, geh du weg. Wenn du näher kommst, spring ich runter. Versteh dich ganz schlecht, komm her, komm her. Nein, wenn du hörst mich gut, wenn du herkommst, springe ich da runter. Wenn ich zu dir komm, nimmst du mich fest, ich kenn das. Nein. Doch. Das ist mein Ehrenwort. Das ist nicht dein Ehrenwort, nimmst mich fest. Dann komme ich in die Klapse, weil ich da oben stehe und springen wollte. Dort vorne liegen meine Handschuhe und meine Kabelbinder. Ich hab nichts dabei. Ja, und die nimmst du dann trotzdem mit und dann sperrst du mich trotzdem weg. Ich kenn das Prozedere. Ich wurde so oft darauf hingewiesen, dass das nicht gemacht wird und dann wurde es gemacht. Ich verspreche dir sogar, ich werf die Kabelbinder und Handschuhe runter. Jetzt kommt der Helikopter wieder. Ich hab Angst vor dem Helikopter. Wo ist der Helikopter? Da unten. Der ist übelst laut. Ja, aber der fliegt direkt weiter eigentlich. Nee, der kommt zu uns. Guck, der dreht sich zu uns. Ich mag keine Helikopter, die sind übelst laut und creepy sind die. Ich mag die nicht. Ja, ich hab schon mich drum gekümmert, das sollte auch gleich wieder wegfliegen. So, wenn der wegfliegt, springen wir, Leute. Wenn der jetzt wegfliegt, springen wir einfach. Warte, ob es hier weg ist. Kusch, geh weg. Ja, ich flieg gleich weg mit dem Fallschirm. Passt auf, jetzt spring ich gleich. Geht so darum, dass der Helikopter weit weg ist. Wenn die sieht, wo ich hinfliege. Das ist schon mal gut, oder? Ja, sehr gut. Jetzt wieder ein bisschen leiser. Jetzt geht's mir besser. Nee, ich bleib jetzt hier oben stehen, hier ist so eine schöne Aussicht. Da wird's mir gleich ganz wohl, wenn du da oben stehst. Ja, aber deshalb stehe ich hier oben. Guck, da kann mir nichts passieren. War schön, dich gekannt zu haben. Nein. Man sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das sagen die Leute nur im Film. Ja, aber das ist doch wie ein Film, oder nicht? Mhm. Guck mal, es kommt nicht mal Feuerwehr für mich. Ich bin nichts wert. Feuerwehr ist eigentlich schon längst gerufen. Ja, aber die kommen nicht, weil ich nichts wert bin. Tschüss. Was denn dein echt Flopsch? Oh, scheiße. Mein Fallschirm. Warum geht mein Fallschirm nicht auf? Warum geht mein Fallschirm nicht auf? Mein Fallschirm! Mein Fallschirm ging nicht auf. Ich hab nichts gemacht, mein Fallschirm ging nicht auf. Ich hab Linksklick gedrückt, ich hab grad alles gedrückt. Ich hab grad alles gemacht, was ging. Ich hatte den Fallschirm dabei. Was ist denn los? Warum ging der nicht auf? Ich hab 50 Mal Linksklick gedrückt. Ich kann seine Gefühle für sich rechtlich spüren. Sie kleiner Spitzer. Sie. Oh, Sie kleiner Spitzer. Geht aber gut. Wenn ich einen Bleistift hätte, würde ich ihn jetzt benutzen. Oh nein. Oh, göttlich. Ich find's geil. Gut, ich lasse ihn da mal alleine und die Romanze selber ausbaden. Na, viel Spaß. Oh, tschüss. Kleiner Spitzer. Ich rieche Liebe in der Luft. Weil vielleicht ist auch der Herr da drüben das Problem. Vielleicht ist der Spitzer auf die Dame. James, hast du mir was zu sagen? Nein, ich schwöre. Warte mal, wenn ich da dran rieche? Gut, er ist in Hundescheiße getreten, aber ich glaube, er steht in voller Liebe. Wie ist das möglich? Ach nee, Entschuldigung, eigentlich? Das kommt aus dem Mund dieses Mal. So eine Zahnpassung. Es tut mir sehr leid. Jetzt reicht's aber. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es aus dem Mund kommt. Hab fast gedacht, der Arsch sitzt oben. Auch mein lieber Scholli. Das ist aber gut. Oh, der war so gut. Das war hart, ja. Ziemlich hart. Ich kenne auch was anderes, was hart wird. Oh, tschüss, ich bin weg! Guck. Ich hab in den Müll geworfen. Oh, nee, guck. Der Arme. Das kann immer. Der weiß nicht, was gerade passiert. Wie ich in den Müll geworfen habe. Ich kann nicht mehr. Mir tut mir gerade so heftig leid. Oh, warte, ich muss das aber mitnehmen. Hey, was ist das denn, ey? Okay, ich lasse in Ruhe. Das tut mir leid, auch nee.
Oh mein Gott. Ist das... Das ist Freddy. Ist das Freddy? Hat sich Freddy gerade als Frau umgezogen? Ich wurde daher tippiert. Oh mein Gott, die haben sich als Frau angezogen. Ich glaub's nicht. Guck mal, Freddy ist eine Dame, Bacella als Frau. Okay, das ist einfach nur Schandl. Schandl hätte sich als Mann machen müssen. Aber guck dir mal das Top an, Alter. Bacella. Hallo. Bitte zieh doch eure. Oh, Alter, nein. Guck dir Freddy als Frau an. Nein, wie der aussieht mit dem Bart. Nein, das gibt's doch nicht. Der Ball!